Jetzt konzentrieren wir uns anstatt auf das Wort Buddha, auf das Wort Güte. Güte. Zurück zum Goethe. Goethe, Goethe, Goethe. Goethe, Goethe. Goethe. Gleich würde jeden Gedanken, jede Erinnerung mit Goethe ersetzen. Wieder zurück zum Wort Goethe. Goethe. Und nochmal Goethe. Wir entspannen uns jetzt nochmal. Sitzen ganz bequem da. Und bevor wir diese Güte mit den anderen Wesen teilen, wünschen wir uns selber erst einmal von ganzem Herzen, mögen wir gesund und glücklich sein. Mögen wir unseren inneren Frieden finden. Mögen wir frei von Schmerzen sein.
und möge unser Herz voller Güte und Wohlwollen sein. Und jetzt wollen wir diese Güte mit den Wesen, die in den himmlischen Daseinsbereichen sind, teilen. Und zuerst wünschen wir uns für sie, mögen sie alle gesund und glücklich sein. Mögen sie alle ihren inneren Frieden finden. Mögen sie frei von Schmerzen sein. Mögen sie teilhaben an der Güte und dem Wohlwollen, das in unserem Herzen wohnt. Wir machen unser Herz auf, sodass sie daran teilhaben können. So, und jetzt wollen wir die Güte mit allen menschlichen Wesen teilen. Denkt mal an unsere Eltern, an unsere Kinder, an unseren Partner, an die Verwandten, an die Bekannten und all die Menschen, die wir kennen und all diejenigen, die wir nicht kennen. Und dann wünschen wir uns aus ganzem Herzen, mögen sie alle gesund und glücklich sein. Mögen sie alle ihren inneren Frieden finden. Mögen sie alle frei von Schmerzen sein. Mögen sie teilhaben an der Güte und dem Wohlwollen, das in unserem Herzen wohnt. Und auch hier versuchen wir unser Herz zu öffnen und sie teilhaben, daran an der Güte und dem Wohlwollen teilhaben zu lassen. So, und jetzt wünschen wir uns für die Wesen, die in den unteren Daseinsebenen sind, in dem Bereich der Tiere, Bereich der Geister und hungrigen Geister, der Dämonen und all der Wesen, die in den höllischen Welten sind. Und wir wünschen ihnen uns von ganzem Herzen, mögen sie gesund und glücklich sein. Mögen sie ihren inneren Frieden finden. Mögen sie frei von Schmerzen sein. Und mögen sie teilhaben an dem Wohlwollen und der Güte, die in unserem Herzen wohnt. Und nun auch hier versuchen wir unser Herz so weit wie möglich zu öffnen und sie teilhaben zu lassen.
So, und jetzt wollen wir diese Güte und dieses Wohlwollen mit allen Wesen im Universum gleichzeitig teilen. Die Wesen, die über uns sind, die unter uns sind, die vor uns sind, die hinter uns sind und in alle Seitenrichtungen. Und dann wünschen wir uns nochmal für Sie, mögen Sie alle oder mögen wir alle gesund und glücklich sein. Mögen wir alle unseren inneren Frieden finden. Mögen wir alle frei von Schmerzen sein. Und mögen Sie teilhaben an der Güte und dem Wohlwollen, das in unserem Herzen wohnt. Nun stellen wir uns vor, als ob unser Herz ein Brunnen ist, zu dem jedes Wesen, das es bedrückt ist oder das teilhaben will, kommen kann und sich laben kann. Dann laden wir all die Wesen ein im Universum, wo auch immer sie sein mögen, mögen sie teilhaben an der Güte und dem Wohlwollen, das in unserem Herzen wohnt. Und auch hier versuchen wir unser Herz so weit wie möglich zu öffnen. Dann laden wir sie noch einmal ein, mögen alle Wesen, wo auch immer sie sein mögen, in diesem Universum, mögen sie teilhaben an der Güte und dem Wohlwollen, das in unserem Herzen wohnt. Wir laden sie noch einmal ein. Mögen alle Wesen, wo auch immer sie sein mögen, mögen sie teilhaben an der Güte
und dem Wohlwollen, das in unserem Herzen wohnt. Und wir versuchen nochmal unser Herz so weit wie möglich zu öffnen, dass all die Wesen, wo auch immer sie sein mögen, sich kommen können und sich an dem Wohlwollen, das in unserem Herzen wohnt, laben können. Wir wollen Sie noch einmal einladen. Mögen alle Wesen, wo auch immer sie sein mögen im Universum, teilhaben an der Güte und dem Wohlwollen, das in unserem Herzen wohnt. Thank you.